So, liebe Leute, heute geht's um die ANOVA, um die Varianzanalyse. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Sie ist eines der wichtigsten Anwendungs- und Spezialgebiete der linearen Modellierung. Abgekürzt wird sie durch ANOVA, Analysis of Variance. Aufgabe der ANOVA ist die Überprüfung der Wirkung einer oder mehrerer unabhängiger Variablen auf eine abhängige Variable. Die Frage, die hier nachgegangen wird bei der ANOVA ist, welcher Anteil der Variation der abhängigen Variable wird durch die unabhängigen Variablen verursacht? Und hier spielt das Prinzip der Varianzzerlegung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Um zu überprüfen, ob es einen signifikanten Einfluss der Faktoren auf die abhängige Variable gibt, wird im Rahmen der Varianzanalyse wie folgt vorgegangen. Zunächst werden die gesamten Abweichungen berechnet, sprich, wir ermitteln, wie stark die individuellen Werte vom Gesamtmittelwert abweichen. Dies fassen wir unter dem Begriff SST, Sum of Total Squares, zusammen. Wenn wir die gesamten Varianzen berechnet haben, so ermitteln wir die Varianzen zwischen und innerhalb der Gruppen. Dies wird abgekürzt mit SSB und SSW. Was genau das zu bedeuten hat, ist noch nicht wichtig. Was interessant ist, ist, dass die beiden Varianzen SSB und SSW gleich SST ergeben. Mit diesem Wissen stürzen wir uns jetzt ins nächste Beispiel. Wir wollen wissen, ob die Art der Klausurvorbereitung einen Einfluss auf die erreichte Klausurpunktzahl hat. Wir arbeiten mit vorliegendem Datensatz, und zwar haben wir eine Gruppe, die nur die Vorlesung besucht hat. Gruppe 2 hat eine Lerngruppe gebildet und in Gruppe 3 haben die einzelnen Studenten die Übungen besucht. Die Frage jetzt, wie arbeiten wir mit diesem Datensatz? Wir bilden zunächst einmal die Gesamtquadratsumme. Das heißt, wir summieren alle Werte der Tabelle auf und rechnen anschließend durch die Anzahl aller Matrixelemente und das wäre 9. Wir erhalten für den Gesamtdurchschnitt den Wert 45. Den merken wir uns jetzt mal. Im Folgenden rechnen wir jeden Wert der Matrix minus den Gesamtmittelwert 45 und das quadrieren wir. Das nehmen wir also hoch 2. Das machen wir, wie schon gesagt, mit jedem Wert in der Matrix und die Summe davon ist dann unser SST, unsere Gesamtquadratsumme. Unser SST für dieses Beispiel lautet 516, das merken wir uns und wir gehen mal auf die nächste Folie über. Jetzt benötigen wir noch die Anzahl der Freiheitsgrade. Diese errechnet sich ganz einfach und zwar haben wir hier eine 3x3 Matrix, dementsprechend rechnen wir 3x3, das Ganze minus 1 und wir erhalten für die Anzahl der Freiheitsgrade gleich 8. Im nächsten Schritt wollen wir die Fehlervarianz berechnen. Dafür brauchen wir den Mittelwert aus Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3. Auch hier summieren wir alle Werte innerhalb der Gruppe auf, teilen das durch die Anzahl aller Werte und erhalten für den Mittelwert der ersten Gruppe 45, für den der zweiten Gruppe 39 und für die dritte Gruppe den Mittelwert 51. Das merken wir uns. Und um den SSW, sprich die Fehlervarianz, zu ermitteln, gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir rechnen jeden Wert in einer Gruppe durch den Gruppenmittelwert. Diesmal nicht durch den Gesamtmittelwert, sondern durch den Gruppenmittelwert. Die Differenz davon werden wir jeweils quadrieren. Und wenn man das Ganze wieder aufsummiert hat, erhält man am Ende den Wert 300. Jetzt kennen wir die Gesamtvarianz, die Fehlervarianz. Eine fehlt aber noch. Und das wäre die Treatment-Varianz, abgekürzt mit SSB, Sum of Squares Between. Bei der Treatment-Varianz interessieren die einzelnen Matrixwerte nicht mehr so sehr. Vielmehr interessant sind die Gruppenmittelwerte und der Gesamtmittelwert. Wir werden also pro Matrix-Eintrag einmal den Gruppenmittelwert minus den Gesamtmittelwert rechnen, das quadrieren wir wieder. Die Summe davon ergibt 216, das merken wir uns. Bevor wir eine Folie weitergehen, hier noch ein kleiner Hinweis. Und zwar haben wir für die SSW, die Sum of Square Within, das wäre ja die Fehlervarianz, eine Anzahl an 6 Freiheitsgraden. Das bedeutet nichts weiteres als, dass wenn wir den Gruppenmittelwert haben, so benötigen wir mindestens 2 Gruppeneinträge, um den fehlenden Eintrag zu finden. Und da wir ja 3 Gruppen haben, rechnen wir 3 mal 2 und so ergibt sich für die Anzahl der Freiheitsgrade beim SSW die Zahl 6. Und wie die einzelnen Varianzen jetzt miteinander zusammenhängen, das klären wir im nächsten Teil. Tschüssi!